Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Izumenia. Ich befinde mich immer noch auf der Songshu-Insel, Songshu-Pavillon, dort wo ich mich beim letzten Mal ausgelockt habe. Und da gestern Wartung war, gibt es im Webshop wieder neue Sachen. Und zwar gibt es hier zwei Sets für Katzenträger und hier, das ist quasi so ein, ja, ein Kopfkostüm. Also hier so eine Verzierung am Kopf. Und hier haben wir nur Sachen für die Katze. Aber wir haben auch einen neuen Bikini quasi dabei. Ja, der dachte, glaube ich, im Bunde. Der wie folgt aussieht. Der Bikini ist gut, Badeanzug, sagen wir es so. Beziehungsweise Badehose und sowas. Aber hier hat schon etwas mehr an. Der hat im Vergleich sehr wenig an. Der hat einfach nur eine Badeschutz an. Ja, bei Jun gibt es ja nur weiblich. Ja, das ist quasi neu im Webshop. Wir machen jetzt weiter mit der Hauptquest. Würde ich einfach vorschlagen, vorher nehme ich wieder die Handelsaufträge an. Und erneuere die Aufträge quasi. Ich kann auch inzwischen mal gucken. Unter L. Hier. Ja. Um die hier zu pushen, kann man halt auch einfach jetzt dieses kritische Bagur dann immer bauen. Und hier bei den magischen Köpfen, ja, bin ich jetzt in der Lage, dadurch, dass ich das Gift habe, eine einfache Schüssel zu bauen, beziehungsweise einen einfachen Veredler. Und dort ziehe ich den einfachen Veredler jetzt vor. Ja, weil wir brauchen dann eh nachher hochwertiger, einfacher Veredler irgendwann. So. Wenn wir das jetzt gemacht haben, erinnere ich mich noch daran, dass ich letztens einen Schmuckgegenstand gedroppt habe, genau, und damit kann ich jetzt quasi meinen Halsschmuck weiter verstärken. Das dauert jetzt etwas, bis der auf Max ist, das ist durchaus richtig, aber nicht so das weitere große Problem. Dann befindet sich hier ja sicherlich auch wieder ein Händler, genau, ein Gemischtwarenhändler, dort könnt ihr jetzt die Waffen verkaufen. Ja, denn so dringend brauchen wir die jetzt auch nicht mehr. Man kann auch die Fischerwaffen jetzt an sich verkaufen. Denn ich habe noch genug Waffenkisten des Pirschers zur Not. Und hier die ganzen Sachen kann ich auch verkaufen von Zerlegen der Agur. Sortieren wir das Ganze jetzt schon mal so ein bisschen auf. Selber. Also man kann sich auch das sortieren lassen quasi mit einer Funktion. Ja, damit haben wir das Ganze jetzt gut sortiert. Ihr seht, meine Waffe ist bei 16 Haltbarkeit, soll aber jetzt nicht so schlimm sein, also ich muss noch nicht reparieren. Dann machen wir auch endlich mal mit der Hauptquest weiter. Willkommen, Krieger. Pundi Hai schickte mir eine Taube und kündigt euch an. Seid ihr auf dem Laufenden? Was ist passiert, fragen wir uns. Pundi Hai hatte den Brief von Guam. Habt ihr ihn gelesen? Nekuru plant einen Angriff auf Jadestein und der Brief ist seltsam. Ach, wir fragen uns, was sie meint. Die Wache hat die Gegend abgeriegelt und lässt niemanden rein. Aber wie konnte die schwarze Ramme den Brief durchbekommen? Möglicherweise benutzten sie eine Brieftaube oder Krähe. Ich glaube aber, dass es ein Spion war. Das bedeutet also, es gibt einen Verräter bei uns, der diese Nachricht weitergereicht hat. Ich höre schon länger Gerüchte um einen Spion in unserer Mitte. Der Spion muss auf der Insel Songshu sein. Unterwegs hörte ich Bumbak über seine 17 Frauen oder so jammern. Als ich kam, schlugen gerade mehrere Zwielichtnattern auf ihn ein. Mit einigen Schlägen konnte ich sie verjagen. Sie flüchteten mit Bumbaks Beutel. Unfassbar, dass ich das nicht bemerkt hatte. Bumbak trug einen wichtigen Brief des Hauptmanns bei sich. Ich sehe mich hier um. Durchsucht ihr das Natternest? Der Brief muss direkt unter unserer Nase sein. Ja, wir kriegen ja auch, letztendlich konnten wir jetzt hier eine blaue Quest auch noch abgeben. Und ihr seht schon hier, kann man den Holztotempfad quasi einen Talisman dran benutzen. Und schon haben wir diese blaue Quest erledigt. Und können sie auch abgeben. Ja, ziemlich easy. Und ja.
Jetzt geht es weiter hinein in das Nest der Zwielichtnattern. Dazu kann man einfach hier runterlaufen und landet dann direkt davor. Und es geht hinein in das Nest der Zwielichtnattern. Ja, wunderbar, wir sind drin. Es wird düster, dunkel. Ihr seht ja jetzt schon länger da das mit dem Bruder Harjun, die Umfrage. Ich warte jetzt einfach, bis die nächste Umfrage auch noch da ist. So, hier haben wir eine Bambuswache, mit der wir reden können. Oh, ihr seid es, den Göttern sei Dank. Hier ist es einfach grauenhaft. Eure Ankunft ist wie ein heller Lichtstrahl in der... Ja, wir fragen uns natürlich, was er hier macht. Ich folge Meister Dodan. Warum sollte ich sonst ein verstecktes Lumang-Syndikat aufsuchen? Meister Dodan schämte sich wegen seines Verhaltens im Mondschattenfriedhof und will es wieder gut machen. Als er erfuhr, dass die Lumang-Zwielichtnattern auf dieser Insel Ärger machen, beschloss er, es alleine mit ihnen aufzunehmen. Er hat ehrenvoll und tapfer gekämpft, doch er wurde rasch von einer Wache gefangen genommen. Ach was, von 10 Wachen! Was für ein Kampf! Bitte helft dem kleinen Meister Dodan. Er plant sicher bereits seine Flucht aus diesen Käfigen. Doch eure Hilfe käme dabei gelegen. Helft, Meister Dodan! Ja, jetzt dürfen wir uns erstmal wieder als Retter beweisen für Meister Dodan, der ja mal wieder in der Patsche sitzt. Dazu öffnen wir quasi einfach alle Zellen. Man kann ja auch die zwei anderen noch öffnen, auch wenn da niemand drin ist. Na hallo, wie geht es meinem liebsten Assistenten? Seid ihr meinetwegen hier? Ja, was macht ihr denn hier? Ich? Warum seid ihr hier? Ich bin hier, um diese Diebesbande auszuschalten. Und jetzt weniger reden, mehr handeln. Los! Ja. Ich denke, ihr wisst, was jetzt kommt. Wir müssen die quasi begleiten. Genau, extrahiert. Sudan und Chiyun. Und währenddessen dürfen wir quasi jeden Gegner besiegen. Letztendlich brauchen wir die Hilfe von denen nicht. Aber die brauchen ja möglicherweise unsere Hilfe. So. Auch die besiegt. Ich hab das Gefühl, ich mache mit der Waffe weniger Schaden. Ja, ich mach weniger Schaden. Also die Waffe ist sehr sinnvoll. Mit normalen Angriffen macht man mehr Schaden. Die Gegenstände, die hier auf der Erde liegen, sollte man dann aber schon einsammeln. Ja, jetzt müssen wir ja Bungwachsbeutel bergen und dazu müssen wir hier wohl angreifen. Wir haben hier quasi einen kleineren Boss, Bungwachs-Schwester quasi. Duras-Schwester, also nicht Durak, sondern Duras. Aber auch die ist kein großes Problem. Wir haben den Brief erhalten. Wow, habt ihr gesehen? Brutal. Solche Wut habe ich nicht mehr gesehen, seit Bouillon die Pilze bewachen musste. Und wieder einmal rettete ich euer Leben. Nein, dankt mir nicht. Lasst uns gehen, es gibt viel zu tun. Ich gehe mit Shen Gun. Warum bleibt ihr nicht ein wenig zurück? Und sagt niemandem, dass ich hier war. Vater würde mich töten. Ja. Wir haben quasi jetzt die Quest hier abgeschlossen und ja, dieser kleine Wichtwort meinte, er hätte uns gerettet. Dabei war es ja eigentlich genau umgekehrt. Also ich meine, ihr habt es ja gesehen, aber ich finde, das ist immer noch einer der lustigsten Charakter am Anfang, weil er so selbstbewusst auftritt und eigentlich nichts drauf hat.
immer wieder in der Patsche sitzt und wir helfen ihm dann daraus. Ihr hättet jetzt hier rauswindeln können. Das wäre auch in der Regel schneller gewesen, weil dort war ja kein Portal letztendlich. Und aber auf der anderen Seite kann man natürlich hier auch einfach wieder rauslaufen, die Zeit nehmen und spart dann ein paar Bronze. Ja. Man kann das machen, wie man will. Ich laufe jetzt hier einfach raus, weil jetzt noch Wind wandeln würde sich eh nicht mehr. Ach, kaufe Moonstone, 3 Gold each. Das ist immer sowas so. Wir spielen auf einem deutschen Server und man schreibt Englisch. Ich versuche hier nochmal das Quarz zu sammeln, in der Hoffnung, dass ich jetzt ein bisschen mehr bekomme. Und wieder nur ein Silikat. Ja, ich hatte ja schon gesagt, man sieht das so ein bisschen an der Größe. Das war wieder eine der kleineren, aber man kann durchaus auch 3 Stück oder so bekommen. Das ist so ein bisschen Luck. Auch der hat einen Ohrring fallen lassen. Grüne Waffen könnt ihr einfach verwerten. Bei blauen Waffen und auch Schmuckgegenständen muss man aufpassen. Er stinkt. Oh, ist mir übel. Erinnert mich daran, ihn später zu verbrennen. Also, eine Socke, Bumbaks Hundemarke. Nein, wie alt ist dieser Klops? Wo ist der Brief? Ich glaub's nicht. Bumbak! Also haben wir den Brief nicht? Toll. Haben ihn die Nattern, könnte ihn schon die schwarze Ramme haben. Wenn die Ramme unseren Plan kennt, wird sie sofort angreifen. Wir dürfen das Bambusdorf nicht ungeschützt lassen. Wir können nicht ausschließen, dass der Brief noch hier irgendwo ist. Ich durchsuche das Gebiet. Geht ihr für mich zum Kloster Stillbach? Erklärt Sung Shinha die Lage. Ich komme nach, sobald ich den Brief habe. War das zu viel? Ja. Wir haben hier eine tägliche Quest bekommen. Und zwar geht es bei dieser täglichen Quest darum, nochmal dort unten in die Höhle reinzugehen. Und genau das mache ich jetzt auch. Weil ich schon weiß, dass dort drin ein Ring droppt, den wir später gebrauchen können, um unseren Ring zu durchbrechen. Und da müsst ihr echt vorsichtig sein auf der Karte. Denn am Anfang ist es tatsächlich so, dass ihr ja, ihr seht das ja, ich bekomme ja nicht wirklich viele Schmuckgegenstände zum Verstärken. Eine Feldquest hat begonnen. Und deswegen ist es so, dass ihr ein bisschen vorsichtig sein müsst mit den täglichen Quests, was ihr dort bekommt. Ich werde euch das gleich zeigen, worauf es dort zu achten gilt. Das ist nämlich eigentlich nur ein Satz, der einem klar macht, okay, gut, ich brauche diesen Gegenstand noch. Oder ich kann den jetzt einfach verwenden, ohne dass ich nachher Probleme bekomme. Und ihr seht, jetzt sind die Zellen genau umgekehrt voll. Also das heißt, die Zelle von dem kleinen Typen, den wir eben gerettet haben, den frechen Frechdachs. Frechen Frechdachs, genau. Die ist jetzt leer, aber dafür sind die anderen beiden voll. Und dort sind jetzt 2 Leute, die uns hier helfen. Und jetzt könnte man meinen, ja gut, das ist sowieso nicht notwendig. Aber hier sind schon deutlich mehr Gegner als ihnen in dem Nest. Also die haben Verstärkung gerufen, nachdem wir hier eingefallen sind. Also ich meine, das war ja auch bitter notwendig, weil die Verteidigungsmaßnahmen waren grauenvoll. Ja, das blinkt schon wieder. Das heißt, ich habe mich ein bisschen viel treffen lassen. Ich habe kurz einen Heiltrank. Man könnte auch stehen bleiben und quasi ein Fältchen essen. Ja. Das mache ich aber dann, wenn vorm Boss. Oh, man kann das natürlich auch ein bisschen intelligent machen. Ah, das Problem ist hier das Gift. Oh, der hat nichts getroffen. Ja, auch die Gegner haben wir besiegt. Also ihr seht schon, das sind deutlich mehr Gegner als beim letzten Mal noch drin. Immer schön die Bombe verwenden. Das hilft einem ungemein weiter.
Weil die droppen auch nicht sehr viele Gegenstände. Und jetzt kommt der Grund, warum diese zwei Partner sehr gut sind. Ich esse jetzt erstmal ein Bällchen. Ihr könnt ja Bällchen nur essen, wenn ihr aus dem Kampf raus seid. Heiltränke könnt ihr auch im Kampf schlucken. Solange ihr nicht schnell lauft, also sprintet, dann könnt ihr das nicht machen. Und hier seht ihr, das sind schon ein paar Feinde, die jetzt hier sind. Ja. Schalt die mal lieber aus der Ferne ein, weil genau das jetzt passiert. Der eine springt auf einen. Ja, und die beiden bleiben dort einfach stehen und schauen zu. Dankeschön. Ja? Ja, du könntest auch ruhig mal helfen. Da vorne ist dann jetzt der Gegner, der Unterboss. Wong Du. Auch hier ist es wieder hilfreich, den Q-Skill zu benutzen. Vor allem, wenn Boss Dura. Ja, wir haben hier seine Schwester besiegt, deswegen ist jetzt der Typ selber da. Ja, und jetzt greifen die Typen auch endlich mal ein. Oder auch langsam Zeit. Wenn ihr sowas macht, solche Schwingangriffe oder sowas, und ihr seid im Angriffsfeld, macht natürlich Sinn, den auszuweichen. Dieser Gegenstand kann nicht verwendet werden. Man kommt aber auch mit sinnlosen Draufklopfen noch ganz gut zurecht. Dieser Gegenstand kann nicht verwendet. Oder auch nicht. Ja, der Vorteil jetzt an der ganzen Geschichte ist, die beiden sind ja noch da. Das heißt, ich verziehe mich jetzt mal von hier. Und belebe mich wieder. Auch wenn ich jetzt gerade mal nicht aufgepasst habe, kurz. Bei solchen Bossen habt ihr tatsächlich als Fernkämpfer natürlich einen riesigen Vorteil, weil ihr lauft die ganze Zeit vor dem Boss weg und werdet nicht getroffen. Als Nahkämpfer, weil ich als Elementarkämpfer hat man an sich genug Ausweichskills für solche Situationen, aber man muss es halt auch lernen, wie man das macht. Und bei mir habt ihr jetzt wundervoll gemerkt, dass ich normalerweise ein Fernkämpfer bin. Ja? Ich bin es einfach nicht gewohnt, als Nahkämpfer zu fungieren und dadurch passiert sowas. Ja, jetzt haben wir hier das Bagua von Dura bekommen. Das hat auch kritisch drauf. Das hat sogar 11 kritisch drauf. Deswegen mache ich das drauf. Es hat auch 40 LP. Das heißt, es ist besser als das Bagua des Pirschers. Und hier ist der versiegelte Ring von Dura. Und dort steht Material zum Durchbruch. Und genau das meinte ich mit dem Satz, den man beachten muss bei Schmuckgegenständen, wenn man sie bekommt. Ist genau dieses Material zum Durchbruch. Wenn das dort steht, heißt das letztendlich, ihr benötigt dieses Material noch, um den Ring aufzuwerten. Ja, und deswegen habe ich diese tägliche Quest gemacht. Ich kann jetzt auch ihr könntet jetzt auch nochmal reingehen, würdet wieder diese Quest bekommen und würdet dann auch wieder den Ring bekommen. Damit habt ihr dann zwei Ringe und den einen könnt ihr zum Aufwerten benutzen. Also macht es durchaus Sinn, mehrmals dort durchzulaufen, gerade wenn man zu zweit ist oder so. Aber ich mache es jetzt natürlich nicht, weil ich möchte ja auch ein bisschen vorankommen. Wir stehen jetzt vor der Instanz, die hat ein grünes, das heißt, ja, mehrere Spieler sind erlaubt. Dementsprechend schwer war halt auch der Boss und dementsprechend viel Schaden hat er gemacht. Ja, ihr seht das auch hier, die Quest hatte ein grünes Zeichen. Also, alles wunderbar. Man kriegt als Belohnung wieder Viridian-Kiste und Schlüssel. Das ist auch sehr nett, weil den Schlüssel braucht man sowieso dann, um die Kiste zu öffnen. Ja, und die Belohnungstruhe hatte dann noch einen Heiltrank und einen Entsiegelungstalisman. Ich mache mich derweil jetzt mal auf den Weg zum Kloster Stillbach, weil wir wollen ja auch mit der Hauptquest weiterkommen. Eben kam ja die Meldung, dass meine Waffe reparaturbedürftig ist. Das heißt, wenn diese Meldung kommt, macht es spätestens Sinn, daran zu denken, die Waffe am Anfang zu reparieren. Weil wenn die Waffe euch kaputt geht in der Instanz, könnt ihr die nicht so einfach reparieren. Es gibt zwar quasi Feldreparaturhämmer,
wo man das auch in der Instanz reparieren kann. Aber ich finde, die sollte man wirklich nur im Notfall einsetzen. Oder halt, wenn man ja das Geld hat, sich die immer und immer wieder zu holen. Ansonsten sollte man darauf verzichten und einfach rechtzeitig die Waffe reparieren. Ihr seht da oben, die Zeichen für die Quest sind jetzt ein bisschen blöd positioniert. Also man könnte auch meinen, das wäre außerhalb. Aber es ist letztendlich hier in diesem Kloster, wie man jetzt auch sieht. Und hier haben wir wieder eine blaue Quest, die wir annehmen können. Dann haben wir da die normale Quest. Dann haben wir hier unten aber auch noch Reparaturbedarf als Quest. Die will ich auch noch annehmen. Also es gibt schon eigentlich immer sehr viel zu tun. Und wir müssen jetzt Sammeltextrakt von den Brennnesselkäfern der Insel Sonshu. Das ist was man draußen machen muss. Besiegt die Patrouille der Zwielichtnattern, um das Bild zu erlangen. Das ist auch etwas, was man draußen machen muss. So, und jetzt mache ich hier mit der Quest weiter. Wer seid ihr? Seid ihr der Krieger, den Hauptmann Do-Chun schickte? Nun, erst wurde Jadestein angegriffen und jetzt haben wir einen Verräter in unseren Reihen? Ich habe keine Lust, meine Zeit damit zu verschwenden, auf euch aufzupassen. Ja. Ich bringe eine Nachricht von Bouillon. Bouillon? Dieser Name hat hier Gewicht. Also wird sie nach Stillbach kommen, sobald sie Do-Chuns Brief gefunden hat. Das ist merkwürdig. Ich schickte Bombak zum Songshu-Pavillon, um Bouillon zu holen. Warum sollte er Hauptmann Do-Chuns Brief haben? Egal. Es ist nur ein Rätsel unter vielen. Bouillon sagt, ihr seid in Ordnung. Das reicht mir. Vermasselt es nur nicht. Hauptsache, wir finden den Spion der Schwarzen Ramme. Unser geplanter Angriff auf die südliche Flotte der Schwarzen Ramme darf nicht scheitern. Werdet ihr den Spion finden? Ja. Gut. Ich habe meine Leute im Kloster Stillbach. Aber es gibt noch andere, die etwas wissen könnten. Don Don zum Beispiel. Ja, wer ist Don Don? Don Don! Der Kleine wurde von den Stillbach-Mönchen aufgenommen. Zuerst war er ein fröhliches Kind. Aber dann ängstigte ihn etwas. Vielleicht hat er etwas gesehen. Sprecht mit ihm. Enttäuscht mich nicht. Ja, wir sollen jetzt mit Don Don reden. Don Don. Aber vorher mache ich dann auch wirklich das, was ich gemeint habe, nämlich meine Waffe reparieren. Und hier ist ein Lagerfeuer, wo man das machen kann. So. So, die Waffen sind repariert. Wieder volle Haltbarkeit, volle Stärke damit. Und ja. Nein, Gnade! Ich bin unschuldig! Bitte tut mir nicht weh! Bin hier, um zu helfen. Mir helfen? Das geht nicht. Die sind zu stark. Ihr seht auch ziemlich stark aus. Seid ihr stärker als die Zwielichtnattern oder die Schwarze Ramme? Sicher, aber wer bereitet euch Ärger? Der Marodeur der Schwarzen Ramme namens Wuma. Mir macht er keinen Ärger, aber die Dorfbewohner mögen ihn nicht. Verprügelt ihn, so richtig. Wenn ihr Wuma verprügelt, seid ihr wirklich stark. Aber ich brauche einen Beweis. Verprügelt Wuma und nicht mogeln. Ja, wir müssen jetzt jemanden verprügeln. Das machen wir ja auch ziemlich gerne, würde ich mal sagen. Und ja, damit das nächste Video auch direkt gut loslegt, würde ich an dieser Stelle wieder Schluss machen. Ich hoffe, euch hat das Video trotz meines Todes gefallen. An sich kann ich jetzt aber auch noch ganz schnell die Umfrage machen. Ja, genau. War dir bewusst, dass es ein Premium-Mitgliedschaft für Endcoin im Hongun schon gibt? Ja, war mir bewusst. Hast du das Gefühl, dass die Vorteile, die eine Premium-Mitgliedschaft wirklich wertvoll sind? Also ich würde sie bedingt wertvoll für mich einschätzen, weil ich brauche das nicht unbedingt. Es hat aber schon Vorteile, man kriegt mehr EP, man kriegt mehr Gold, man hat eine Garderobe, man hat ja eine andere Windwandel. Hier sieht man das ja alles, was man da hat, so verringerte Gebühren, Kosten. Das macht schon im hohen Bereich wirklich was aus, Leute. Ob man das jetzt trotzdem bereit ist, echt Geld einzulegen, das ist was anderes. Priorität in der Warteschleife beim Einloggen, ja, das war am Anfang mal wichtig. Inzwischen ist das
ja, gar nicht mehr so wichtig. Ich würde, im Moment bin ich tatsächlich der Meinung, dass die verringerten Kosten am wichtigsten sind. So, damit habe ich diese Umfrage noch abgeschlossen. Und ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, bleibt eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal, euer Izu.